Man spricht in Europa bei uns von verschiedenen Flussregimen, welche eingeteilt werden nach der Topographie. Man kann hier zum Beispiel einen Gletscherregimetypus unterscheiden von einem Bergregimetypus bzw. einem maritimen. Der Unterschied ist eben die Jahreszeit, wann der höchste Abfluss geschieht bzw. wann auch die niedrigsten Abflüsse zu sehen sind. Nur als Beispiel: Ein Fließgewässer, welches gletscherdominiert ist, hat die höchsten Abflüsse während der Sommerperiode, Juli, August, während der Schmelzperiode natürlich. Dies geschieht auch meistens in Kombination mit Niederschlägen. Währenddessen das maritime Regime hat die höchsten Abflüsse im Herbst und auch im Winter, wobei hier die geringsten Abflüsse im Sommer passieren. Hier sehen Sie nur ein Beispiel von verschiedenen Abflüssen an verschiedenen Pegeln des Rheins. Das heißt, man kann hier unterscheiden zwischen einem glazionivalen und einem pluvialen Zuflussgebiet, wobei man hier eben je nach der Jahreszeit, wo die Niederschläge herkommen, beziehungsweise die meisten Schmelzwassermengen herkommen, unterscheiden kann. Es kommt natürlich auch darauf an, ob ein Fließgewässer nun durch ein trockenes Gebiet rinnt, beziehungsweise durch ein Feuchtgebiet. Wenn Sie sich die erste Grafik ansehen, haben Sie hier noch Zuflüsse oder beziehungsweise Zugewinne über das Grundwasser. Natürlich bei einem feuchten Gebiet und bei einem sehr trockenen Gebiet wird über das Flussbett noch Wasser abgegeben, was das Grundwasser wieder neu befüllen kann. Hier sehen Sie noch verschiedene Prozesse, welche ein Fließgewässer verursachen kann. Zum Beispiel Erosion, was natürlich speziell im Sommer mit Unwettern ein großes Thema ist. Erosionen geschehen nicht nur im Oberlauf, sondern natürlich auch im Unterlauf. Während des Mittellaufes wird viel Geschiebe auch transportiert und im Unterlauf wird oder bei einem tieferen Gefälle wird auch sehr viel Material deponiert und natürlich auch abgelagert. Wenn man sich diese gesamte Ebene ansieht, wo ein Fließgewässer durchrinnen kann, dann unterscheidet man hier zum Beispiel von einer Schwemmebene, wo jetzt ein unbeeinflusster Fluss sich sein Bett sucht. Es gibt natürlich diese Bereiche, wo der Fluss wieder Material anlagert, anschwemmt sozusagen. Natürlich auch die Grundwasserleiter, wo das Grundwasser wieder befüllt wird über das Flussbett und der Grundwasserspiegel, welcher natürlich immer wieder beobachtet werden muss. Speziell bei gletscherbeeinflussten Flüssen sieht man diese starke Schwemmebene, weil natürlich diese Gletscherbäche anfangs sehr viel Gletscherschluff oder beziehungsweise Gletschermilch mittransportieren, welches im Gletschervorfeld deponiert wird. Dies ist in weiterer Folge dann wieder interessant als Nährstoffbasis für weitere angrenzende Habitate. Was auch wichtig ist, ist natürlich, wie sich die Korngrößen verändern während eines Gerinnes. Das heißt, wir haben hier meistens am Oberlauf eines Flusses noch größere Korngrößen, welche sich dann natürlich zerkleinert während des Gerinnes. Der Abfluss wird logischerweise größer, weil natürlich mehr Material deponiert wird. Die Gerinnebreite wird auch größer, weil sich der Fluss natürlich auch ausdehnt. Auch die Gerinnetiefe und zum Teil auch die Fließgeschwindigkeit. Und das Alluvium, also diese Anschwemmung eines Flusses, steigt dann natürlich mit dem Gerinne an. Die Gerinneformen können sehr mannigfaltig sein, wie bereits erklärt. Also im künstlichen Fall ist es meistens begradigt, aber normalerweise ist es zumindest verästelt. Es können auch verzweigte Gerinne vorkommen oder auch mäandrierende,
welche man jedoch in Mitteleuropa nicht mehr so oft finden kann. Hier noch Beispiele von diesen meandrierenden oder verzweigten Gerinneformen von natürlichen Flüssen. Aber wenn wir von natürlichen Flüssen sprechen, müssen wir uns auch anschauen, wie diese Flüsse heutzutage auch aussehen. Hier sehen Sie eine Aufteilung von Flüssen in Österreich und Sie werden sehen, dass ungefähr 3/4 aller Flüsse inzwischen von Menschen beeinflusst worden sind. Es ist diese rote Torte, was man hier als grünes Teil sehen kann, sind ungefähr 15%, welche von den Flüssen noch in einem relativ guten Zustand bewertet werden. Das sind Daten der Wasserrahmenrichtlinie. Die Referenz für einen hohen Status ist auch gegeben über die Wasserrahmenrichtlinie und dieser Referenz entsprechen in Österreich von diesen Flüssen nur 5,4%. Ein Paradebeispiel für einen sehr natürlichen Fluss ist der Tagliamento in Oberitalien, der noch sehr stark meandrierend ist. Und hier sehen Sie auch an der Karte diese original verzweigten Flüsse in Österreich, welche hier als blau eingezeichnet sind. Hier nochmal als Balkendiagramm, wie diese Flüsse nun eingeteilt sind in Österreich von den größeren Flüssen, welche noch im Originalzustand vorhanden sind, beziehungsweise wie diese Flüsse heute aussehen. Also wie Sie hier an dem Beispiel sehen von den Meandrierenden, ist nur noch ein geringer Prozentsatz vorhanden. Und von diesen Verzweigten, wie Sie hier gesehen haben, mit dem Pfeil markiert, nur 1%. Es ist natürlich immer wieder diese Waage, was stellt man mit diesen Flüssen an? Die Flüsse gehen durch Besiedelungsgebiete, bergen natürlich auch eine Gefahr, speziell im Sommer durch Hochwasserkatastrophen. Es ist immer dieses Dilemma, lasst man ihn in seiner natürlichen Form oder muss man ihn begradigen als Hochwasserschutz? Und das ist immer diese Zwickmühle, in der man sich befindet, um ein gutes Nebeneinander wirklich zu gewährleisten. Hier noch einige Beispiele, wie diese meandrierenden Kanäle aussehen können oder auch diese gestaffelten Flüsse, welche ein Gefälle besitzen. Und hier sehen Sie diese Fließgeschwindigkeiten, wie sie sich in einem Fließgewässer verteilen können. Und natürlich hat man in einem Gerinne nicht dieselbe Fließgeschwindigkeit. Es ändert sich natürlich auch durch Hindernisse, durch das Bett, durch die Topographie dieses Bettes. Und man spricht hier als hydraulischen Begriff von einer durchflossenen Querschnittsfläche. Das ist einfach die Unterseite von dieser Sohle. Und was im Boden bereits vorhanden ist, das ist der benetzte Umfang, welcher noch mit dem Flusswasser in Berührung kommt.